So, einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Tickmill Trading Bootcamp. Zweite Säule, zweites Modul, Thema Fundamentalanalyse und heute das Thema Leitzinsen. Wir haben gestern ja schon mal einen Blick auf die Notenbanken geworfen und ich nehme bereits Folgendes vorweg. Das ist mir jetzt gestern, ist mir das ganz besonders aufgefallen. Mich interessiert diese Thematik ungemein. Also mich fasziniert die Fundamentalanalyse, besonders im Zusammenhang mit den Devisenmärkten, ungemein. Und ich bin auch über die Jahre hinweg zu einem Liebhaber auch der gesamtwirtschaftlichen Zusammenhänge geworden. In der Tat ist es so, dass mal jemand auf mich zukam und sagte, er würde gerne bei mir ein Einzelcoaching in Anspruch nehmen, weil das mit einfließen lassen der fundamentalen Gegebenheiten einfach ein rundes Bild abgeben und nicht so rein technisch basiert sind. Und ich denke auch, das hatte ich auch schon in meinem ersten Buch beispielsweise ja zum Thema Forex Trading geschrieben, ich denke auch, dass das Zusammenspiel diverser Analyseansätze unterm Strich tatsächlich den größten Erfolg verspricht. Also sprich, technische Analyse ist nichts anderes als ein Hilfswerkzeug, was in dann Kombinationen mit der Fundamentalanalyse oder beispielsweise auch mit sentimenttechnischen Überlegungen, also das heißt der Positionierung von Marktteilnehmern, den größtmöglichen Erfolg tatsächlich eben versprechen. Umso interessanter, ehrlich gesprochen, dass wir ja vollkommen stumpf und dumpf eigentlich zwei Handelsansätze durchhandeln, ohne irgendwelche Rücksicht auf Verluste zu nehmen, in Anführungsstrichen. Und diese zwei Breakout-Ansätze für den DAX und auch für den Euro-Yen einfach konsequent durchhandeln. Der DAX hat heute wieder einen Verlust produziert, alles andere als optimaler Handelsverlauf. Kurzes Antäuschen nach unten, möchte man sagen, und dann auf der anderen Seite rausgegangen auf der Range. Das Problem war nur, dass eben mit dem Antäuschen auf der Unterseite ein Short Trade getriggert wurde, der dann kurze Zeit später ausgestoppt wurde. Aber nochmal, es geht nicht darum, Performance zu bolzen. Ja, wir sind gerade eben dann wiederum relativ glücklich nicht ausgestoppt worden im euro-japanischen Yen. Ich werde gleich noch den derzeit laufenden Trade kurz zeigen. Noch ist der Handelstag nicht vorbei. Das kann also durchaus noch was werden mit dem Stop-out. Aber kurz vor Erreichen des Stops drehte der Markt dann relativ scharf herum, ähnlich wie auch gestern. Ich bin mal gespannt, ob da jetzt nochmal ein deutlicherer Lauf zurück über die 125 kommt. Wir erinnern uns auch dran, heute durchaus ja nicht zu unterschätzen, das Brexit-Votum. Das werden wir zwar hier während des Webinars nicht miterleben, aber es könnte durchaus in den Abend in den Devisenmärkten nochmal ein bisschen volatiler werden. Wir wissen um die Verflechtungen der deutschen, ganz besonders Wirtschaft und Exportwirtschaft hier mit der britischen. Aus handelstechnischer Sicht, das heißt also, durchaus könnte dort dieses Brexit-Votum, egal in welche Richtung es gegeben wird, auch noch einiges an Volatilität neben dem britischen Pfund, wo definitiv Volatilität zu erwarten sein dürfte, könnte die eben auch noch im Euro eben stattfinden. Eventuell sind wir auf der richtigen Seite der Varianz unterwegs. Aber nochmal, es geht dabei nicht darum, eben Performance zu generieren, sondern die hier generierten Zahlen dann zu nutzen, ganz besonders im Bereich des Moduls Risiko Money Management, dem wir uns dann hier nach Abschluss dieses Moduls in nunmehr roundabout 2 Wochen dann widmen wollen, dass wir da mit realen Zahlen arbeiten können. Ja, noch was, wie gesagt, ich habe es jetzt, glaube ich, gerade übersprungen. Also das, was mir auch aufgefallen ist, es könnte für den einen oder anderen vielleicht auch ein bisschen langweilig sein. Ich denke, es lohnt sich unterm Strich trotzdem den Ausführungen nicht nur beizuwohnen, sondern auch sich diese dann im Teachable-Kurs nochmal anzuschauen, auch en Detail anzuschauen. Es können sich sehr, sehr interessante Rückschlüsse dadurch ergeben und regelrechte Aha-Momente daraus resultieren, die dann für längerfristige, und wir werden es am Freitag noch sehen, wie man dann dieses Wissen um die Fundamentalanalyse in Form eines Szenarientableaus rund um die NFPs nutzen könnte, dass wir uns dann eben damit in Zukunft auch eben solchen News-Events dann eben entsprechend nähern. Vielleicht ergibt sich für den einen oder anderen sogar daraus die Idee, einen News-Handelsansatz für sich zu formulieren. Nicht automatisiert, sondern dann vielleicht diskretionär. So, bevor wir aber dazu kommen, wollen wir zunächst einmal hier uns jetzt dem Risk-Disclaimer widmen, dem Risikohinweis. Den haben wir schon diverse Male gehabt und Fakt ist auch, dass alle hier Anwesenden ja live Kunden von Tickmill eben sind. Das heißt also, dessen seid ihr euch auf jeden Fall schon bewusst, der Vollständigkeit halber. Aber dennoch, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen und ist daher nicht für jeden Anleger geeignet.
Tickmill bietet keine Finanzberatung an und die folgenden Inhalte stellen auch keine Aufforderung zum Handeln dar und sie dienen ausschließlich der Veranschaulichung und Weiterbildung, ganz besonders im Zusammenhang natürlich mit dem Bootcamp. Darüber hinaus müssen auch die Meinungen jetzt der Moderatoren, in dem Fall von mir, nicht zwingend die Meinung von Tickmill darstellen. So, und dann, da bin wieder ich, dann kommen wir zum Thema Leitzinsen. Aber wie gesagt, bevor wir damit dann durchstarten wollen, ist es eben so, dass wir dennoch kurz den Blick hier auf den Euro-Yen eben werfen wollen. Ja, also da können wir sehen, diese Kerze, das war die zwischen 16 und 17 Uhr, also letzte Stundenkerze. Da sind wir in den Bereich des Stops gelaufen und da kann sich dann oder da zeigt sich dann auch, wie wertvoll ein Broker in dem Fall ist, der dermaßen attraktive Spreads eben tatsächlich zur Verfügung stellt, enge Spreads zur Verfügung stellt. Das Tief dieser Kerze, das lag hier bei 124,746. Der Stop unsererseits liegt bei 124,739. Also wir arbeiten hier mit etwas, das nennt man, das kann man auch hier durch das Ausrufezeichen sehen, das nennt man sogenannt den Core Spread. Also das heißt, dass das der Spread ist, den man am Interbankenmarkt auch gestellt bekommt und dass es hier keinerlei sogenannten Markup oder sonst dergleichen gibt, sondern dass dieser Spread eben dann tatsächlich hier zum Beispiel auf den Euro-US-Dollar auch bei Null liegen kann, wenn der Geldkurs gleich dem Briefkurs ist. Und hier sieht man im Euro-US-Dollar zum Beispiel ein Pip dann, ein Pip, 0,1 Pip-Spread, 0,2 Pip-Spread. Das kann, sobald die Liquiditätsanbieter nicht besonders gut sind, die der jeweilige Broker heranzieht, dazu führen, dass man in solch einem Spot auch mal ausgestoppt wird. Das kann im Markup-Modell sogar sehr wahrscheinlich dazu führen, dass man sogar ausgestoppt wird. Und das ist natürlich mehr als ärgerlich, besonders wenn man jetzt diese Gegenbewegung sieht. Wir handeln zwar immer noch unter Wasser für den Tag, wir werden sehen, was die nächsten Stunden noch bringen, aber Fakt ist auf jeden Fall, die Gegenbewegung hier dann auch in der Folge von nahezu 30 Pips zurück, wieder bis in den Bereich um 125. Das wäre alles andere als optimal gewesen, hier ausgestoppt zu werden. Auch das ist natürlich etwas, da muss man darauf verwiesen werden und auch die Wichtigkeit zum Beispiel herausstellen, die eben der Spread dann im Zusammenhang mit dem Trading hat. Da gibt es auch diverse Möglichkeiten, performance-basierte Betrachtungen damit einfließen zu lassen und dergleichen. Das wollen wir jetzt hier an der Stelle nicht tun, auch nicht in dem Modul schon gar nicht. Das ist Fundamentalanalyse, da geht es um etwas anderes. Nur aber, dass man das einfach auch mal sehen kann in einer realen Situation, welchen Vorteil es bietet, eben mit einem Broker zu traden, der entsprechende Core Spreads zur Verfügung stellt und dann in diesem Zusammenhang eben auch an einen Top-Liquiditätsanbieter eben entsprechend angebunden ist, der dann in solch einer Situation dazu führt, dass man eben nicht aus dem Trade ausgestoppt wird. Wie gesagt, wer weiß, was da noch kommt. Umso ärgerlicher wäre es, das kennen wir alle, nicht nur im Bereich Stop-Out. Das ist auch beim vielleicht nicht Erreichen von Take-Profit-Leveln der Fall. Wie ärgerlich ist es, wenn man kurz ausgestoppt wird, ein kurzer Piekser stattfindet und dann anschließend eine scharfe Gegenbewegung eingeleitet wird und unterm Strich noch tatsächlich der Trade für den Abend vielleicht keinen so großen Verlust, also kein R produziert hätte, vielleicht sogar noch einen Gewinn abgeworfen hätte. Ja. Im Zusammenhang mit dem Euro-Yen ist es auch so, das kann ich aus Erfahrung sagen, weil ich den Ansatz natürlich auch schon ein bisschen länger handel eben entsprechend, da ist es natürlich auch so, ich habe so ein bisschen das Gefühl, irgendwann war auch mal gut, denn das ist auch vorgekommen. Natürlich, da konntest du so viel Core Spread anbieten, wie du wolltest. Es kam einfach zum Stop-Out, und dann hat der Markt anschließend zu einer Gegenbewegung angesetzt und du hast wirklich davor gesessen und dachtest dir, musste das jetzt sein? Also es ändert ja nichts an der Tatsache, dass der Handelsansatz profitabel bleibt, dass der Erwartungswert also positiv ist, der Herangehensweise über die Gesamtheit aller Trades, aber trotzdem ärgerst du dich auch über diesen einzelnen Trade, wenn er dann ausgestoppt wird. Und eventuell auch ganz besonders dann, wenn es dann in einem Zeitfenster passiert, wo man sich sagt, so, wäre jetzt schon schön, wenn der nicht voll in den Stop läuft, dann bleibt eben auf Jahressicht wenigstens unterm Strich noch ein kleines Plus mit dem Handelsansatz eben übrig. Ja, davon gab es diverse Events in jüngerer Vergangenheit und jetzt scheint es mal so zu sein, dass man dann vielleicht einfach mal so ein bisschen auch Glück hat und die Varianz auf der Seite unsererseits dann eben tatsächlich eben ist. Ja, das also zum euro-japanischen Yen, auf den wir, wie gesagt, nur der Vollständigkeit hier blicken. Der Handelsansatz ist selbstredend, erklärt sich. Wir haben die Range, die sich hier aus den zwei roten horizontalen Linien ergibt. Wir handeln offensichtlich darüber in dieser Kerze heute früh. Das ist die 9-Uhr-Kerze. Und dann kommt es eben hier nach dem Eröffnen der 10-Uhr-Kerze zu einem Ausbruch auf der Oberseite, oberhalb des
EMA 11 an dieser Stelle. Dadurch wird der Long Trade getriggert. Bedauerlicherweise gibt es keinen wirklichen Follow-through. Was jetzt natürlich günstig wäre, auch das kann ich vielleicht noch mit einfließen lassen. Wie gesagt, das mit dem Brexit-Votum, Euro, vielleicht dünnes Marktumfeld, nur eine kleine Attacke auf die Tageshochs wäre jetzt nicht so schlecht. Und vor allem, es ist eben der Bereich um die aktuellen Wochenhochs, nee, Verzeihung, Vorwochenhochs sind es. Das heißt also, dieser Bereich, wo wir letzten Freitag dann einen schönen Trade gesehen haben, wo wir ausgebrochen sind und der Markt dann hier in den Take-Profit gelaufen ist, der hat jetzt auch eine markttechnische Relevanz. Also zurück nochmal ins Modul technische Analyse, DAO-Theorie. Schaut dort nochmal gerne nach im Zusammenhang mit, wo könnte Nachfrage in den Markt kommen. Und wo könnte dann auch potenziell vielleicht Slippage entstehen. Der mag also durchrutschen. Uns wird keine Slippage entstehen, weil wir sind schon bereits positioniert. Aber das ist ein Bereich, den haben einige Marktteilnehmer vielleicht auf dem Schirm. Und in einem dünnen Marktumfeld könnte das Überschreiten eines solchen Niveaus dann gut durchaus nochmal für 20, 30 Pips auf der Oberseite eben sein. Das würde uns zwar nicht unbedingt in den Take-Profit-Bereich hier katapultieren, aber nichtsdestotrotz unterm Strich dennoch ein positives Ergebnis nach sich ziehen. Also ich denke, die Messe ist hier noch nicht gelesen, ja, und Geduld hat sich auch in der jüngeren Zeit schon, in der jüngeren Vergangenheit ausgezahlt bei dem Ansatz. Hoffen wir einfach mal, dass wir auch heute auf der richtigen Seite einfach der Varianz aufwachen. So, jetzt zum Thema Leitzinsen. Wie gesagt, ein äußerst spektakuläres Thema und auch eins, was wieder in der Lage ist, für unglaublich rauchende Köpfe zu sorgen. Ich empfehle auch im Nachgang auf jeden Fall, diesen Bereich nochmal durchzuarbeiten, sich vielleicht dann auch nochmal, nicht unbedingt jetzt im Laufe dieser Woche, aber vielleicht am nächsten Wochenende, sich einfach mal hinzusetzen, das nochmal wirken zu lassen, das nochmal nachzubereiten eben, weil wir uns mit einigen Dingen beschäftigen werden, die, wie gesagt, unglaublich spannend sind, aber die sich nicht unbedingt auf den ersten Blick sofort erschließen, wenn man vor allem auch eventuell damit noch nie so aus der Perspektive Leitzinsen angegangen ist und auch Notenbankpolitik generell. So, beginnen wir. Also, wir haben gestern die Leitzinsen oder beziehungsweise Zentralbanken schon bereits eingeführt und im Zusammenhang mit Leitzinsen können wir sagen, dass der Leitzins von Zentralbanken festgelegt wird und ein zentrales Element zur Steuerung der Geldpolitik eben ist. Ich hatte gestern auch schon diverse Male gesagt, der Leitzins ist ja nichts anderes, oder Zins generell ist ja nichts anderes als der Preis, den man für Geld bezahlt. In dem Fall eben der Leitzins ist der Preis für Geld für Kreditinstitute, zu dem diese sich eben bei der ZB, kurz Zentralbank, eben Geld leihen können. Und dann ist im Grunde genommen es so, das hatte ich gestern auch schon erwähnt, das ist sehr interessant, die zu hinterlegenen Sicherheiten hierzu sind beispielsweise dann Anleihen. Das ist ein sogenanntes Repo-Geschäft. In dem Zusammenhang sei jetzt noch mal kurz diese Situation auch mit dem Shutdown in den USA erwähnt. Das wird so ein bisschen, ja, nicht totgeschwiegen, aber zumindest ist es etwas, das könnte turbulenter werden, als der eine oder andere sich das vielleicht vorstellt. Ich muss auch in dem Zusammenhang sagen, ich bin überrascht bezüglich der Performance an den Aktienmärkten generell, dass die fast überhaupt nicht auf diesen Shutdown in den USA reagiert haben. Das ist ja mittlerweile aufgehoben. Jetzt versucht man sich ja zu anzunähern zwischen Demokraten und Republikanern. Entweder man findet eine Lösung oder Donald Trump ruft, soweit ich das verstanden habe, den Notstand in den USA aus. Und er lässt dann ausgehend von diesem eben den Bau einer Mauer und wie auch immer das dann finanziert wird. Aber worum es eigentlich viel eher geht, was viel wichtiger ist in dem Zusammenhang, sei noch einmal eben diese zu hinterlegenden Sicherheiten und der Shutdown generell, den zu thematisieren. Dieser Shutdown und dieses dann auch potenzielle Anlaufen der Schuldenobergrenze in den USA, die meines Wissens nach am 1.3. getriggert wird. Das ist der Zeitpunkt, an dem die USA keine weiteren Schulden aufnehmen dürfen und dann infolgedessen folglich auch zum Beispiel ausstehende Schulden nicht mehr bedienen dürfen oder können. Denn es steht dann keine Liquidität mehr zur Verfügung. Natürlich wäre es jetzt möglich, einfach zu sagen, naja, die USA können so viel Geld drucken, wie sie wollen. Ist ja schließlich ihre eigene Währung oder beziehungsweise das würde dann die Zentralbank übernehmen und können dann die Schulden bedienen. Aber das muss natürlich auch gesetzlich entsprechend erstmal erlassen werden. Ja, du kannst nicht einfach hergehen, kannst auf den Knopf drücken und kannst Geld drucken, sondern das erfordert in einer Demokratie jedenfalls, ja, ich nenne es Demokratie, erfordert das eben tatsächlich eine entsprechende Abstimmung, die eben dort stattfindet. Und jetzt ist es ganz interessant, diese zu hinterlegenen Sicherheiten, die haben natürlich einen Wert. Also das weiß jeder, der sich zum Beispiel eine Immobilie gekauft hat. Diese Immobilie wird zu einem bestimmten Preis bewertet und kann dann zur Aufnahme eines Kredites oder zur Aufnahme einer Hypothek oder was auch immer eben als Sicherheit fungieren und bei der Bank hinterlegt werden. Und das ist etwas, was natürlich dann im Zusammenhang mit der Bewertung dann dieser Immobilie oder auch
der Anleihe im Falle eines Landes wie den USA eine ganz wesentliche Rolle spielt und wo das sogenannte Kreditrating ins Spiel kommt. Das sind dann die Ratingagenturen, S&P zum Beispiel, Fitch oder auch Moody's, die eben darüber befinden, wie diese entsprechenden Anleihen bewertet werden. Und es gab jetzt diverse Diskussionen, wie man denn damit umgeht, wenn dieser Shutdown sich nicht zeitnah auflöst. Dann wäre ein Downgrading der US-Bonität die Folge gewesen, die logische Konsequenz. Ein Downgrading der US-Bonität bedeutet aber, dass eine Bank, die sich zuvor bei einer Zentralbank Geld geliehen hat und dann eben eine Sicherheit hinterlegt hat, wie zum Beispiel eine US-Staatsanleihe, welcher Laufzeit auch immer, das sei jetzt mal sekundär, dass dann eben in diesem Zusammenhang mehr Sicherheiten hinterlegt werden müssen, weil eben die Bewertung der jeweiligen Sicherheit nicht mehr dem entspricht, wie sie ursprünglich bewertet war, oder aber es ist nötig, dass man einen Teil des Geldes eben zurückzahlt. Und dann eben ausgehend hiervon mit keinen weiteren Sicherheiten, die man hinterlegt, einfach weniger Geld in der Lage ist, eben nachzufragen. Das aber wiederum beinhaltet ja die Überlegung, dass dann eine Bank dazu veranlasst werden könnte oder ein Finanzinstitut, dass das veranlasst werden könnte, entsprechend hier die eingegangenen Positionen zu liquidieren. Das heißt also anders formuliert, ist mal plump gesprochen, wenn die sich Geld leihen von der Zentralbank, um dieses eben Rendite oder gewinnbringend in Aktien zu investieren, müssen die entsprechend die Aktiengeschäfte rückabwickeln und müssen dann eben die Aktien verkaufen, was zu entsprechend starken Bewegungen im Aktienmarkt führen kann und den Aktienmarkt folglich unter Druck bringen kann. Und das ist etwas, das ist jetzt natürlich sehr grob gefasst, aber das ist etwas, was im Zusammenhang eben mit dem Leitzins oder auch im Zusammenhang mit den sogenannten Repo-Geschäften, glaube ich, eine ziemlich faszinierende Angelegenheit ist und die man nicht vergessen sollte. Besonders dann, wenn es eben um solche Volkswirtschaften wie beispielsweise eben den USA geht und deren Anleihen und deren Bonität dann. So. Der Leitzins wirkt sich unmittelbar auf den Interbankenhandel aus, somit auf den Geldmarkt und schlussendlich dann auf die gesamte Volkswirtschaft. So, das hört sich spektakulärer an, als es tatsächlich ist. Anders formuliert, steigender Leitzins. Wir haben es gestern ja schon anhand dieser Beispiele gesehen. Beispiel Neuseeland. Steigender Leitzins bedeutet nichts anderes, als dass man den Preis für das umlaufende Geld erhöht und somit die umlaufende Geldmenge einfach drosselt. Das heißt, man sorgt dafür, dass einfach weniger Geld nachgefragt wird. Durch einen steigenden Preis wird einfach automatisch eine ganz natürliche Nachfragereduktion auf den Weg gebracht. Und so bremst man im erweiterten Sinne eine sich abzeichnend überhitzende Wirtschaft ein. Gegenstück sinkender Leitzins, da sind wir bei der Ausweitung der umlaufenden Geldmenge. Also die hat zum Ziel, die Wirtschaft anzukurbeln. Nun haben wir gestern aber auch schon ja anhand des Beispiels der EZB gesehen, irgendwann stößt dort die klassische Leitzinssenkung an ihre Grenzen, denn irgendwann kannst du den Leitzins einfach nicht weiter senken. Also mit Ausnahme jetzt vielleicht mal der Überlegung, dass du zum Beispiel negativen Leitzins einführst, so wie zum Beispiel geschehen. Ja, in diversen Volkswirtschaften, sei es in den in nordeuropäischen Ländern, zum Beispiel in Schweden oder auch in Dänemark. Wir haben das gleiche Phänomen auch in der Schweiz zum Beispiel. Aber nichtsdestotrotz, unterm Strich bleibt, du kannst einen Leitzins nur bis zum bestimmten, auf ein bestimmtes Maß senken, um ausgehend hiervon eben die Wirtschaft zu versuchen anzukurbeln. Und wenn das fehlschlägt, dann musst du eben weitere Maßnahmen ergreifen, um das Zinsniveau künstlich weiter zu senken. In dem Fall dann beispielsweise, indem du solche Anleiheaufkaufprogramme wie ein QE-Programm seitens der Fed auf den Weg bringst oder zum Beispiel auch ein QE-Programm, wie es von der EZB dann ab 2015 auf den Weg gebracht worden ist, ab März 2015. Und das also im Zusammenhang hier gleich noch mit einer einzuführenden sogenannten Taylor-Regel. Wir wollen uns das gleich anhand eines praktischen Beispiels anschauen. Nun schauen wir auf die Maßnahmen, die eben Zentralbanken zu erfüllen haben. Es sind drei Umstände, die zu erfüllen sind, welche jetzt allerdings zwangsläufig nicht immer erfüllt sind tatsächlich. Und zwar ist das erste, sie müssen autonom sein. Das heißt also, der Leitzins ist nur von der Entscheidung der Zentralbank abhängig. Ja, das heißt dann weiter, sie müssen reversibel sein. Das heißt, es sind sowohl Anhebungen als auch Senkungen möglich. Und dann ist es auch so, dass sie flexibel sein müssen. Das heißt, jederzeit einsetzbar und nach Einsetzung wieder umkehrbar. Zum Beispiel im Zusammenhang mit der Autonomie ist es so, dass zum Beispiel natürlich die Notenbank
für sich beansprucht, unabhängig zu sein. Jetzt aber zum Beispiel die Entwicklung in den USA ganz besonders und die Attacken von US-Präsident Trump auf den von ihm selbst eingesetzten US-Notenbankchef Jay Powell gesehen hat, der sieht, dass hier das mit der Autonomie der Notenbank und der Entscheidung dieser nicht unbedingt immer allzu weit her ist. In der Tat ist es so, dass eben hier nicht selten auch politische Führungskräfte auf die Notenbanken einwirken, auf die Präsidenten, wenn auch hinter vorgehaltener Hand. Donald Trump ist da so eher der direkte Typ, der das direkt macht, über Twitter am meisten und am liebsten. Aber alles in allem ist das beispielsweise ein so ein Punkt, der nicht zwangsläufig immer erfüllt ist eben tatsächlich. Und dass es dort eben ja vielleicht auch in gewisser Form so ein klein wenig vielleicht zu Interessenskonflikten kommt. Man könnte das auch noch ausweiten, zum Beispiel auf die Notenbankpolitik, zum Beispiel der EZB. Der jüngeren Zeit, es gab ja nicht selten, auch wenn schwierig haltbar tatsächlich, aber es gab nicht selten ja Unterstellungen an Mario Draghi, der bekanntlich Italiener ist, der bekanntlich ehemaliger Banker Goldman Sachs ist, also Goldman Sachs ist, dass auch hier persönliche Interessen eine Rolle gespielt haben. Das geht sehr weit und wie gesagt, das lässt sich nur schwer belegen. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass unterm Strich hier durchaus so ein bisschen eine gemeinsame oder eine Tendenz auszumachen war im europäischen Raum, dass eben bevorzugt Bonds der südeuropäischen Peripherie gekauft worden sind, also Italien, Spanien, Griechenland zum Beispiel. Und das Geschäftsmodell, in Anführungsstrichen, dieser Länder hat sich jetzt ja nicht unbedingt geändert gehabt. Also sprich, die Wahrscheinlichkeit, dass dort die Schulden zurückgezahlt werden, sind sehr, sehr gering gewesen oder sind immer noch sehr gering. Und das ist eben genauso dann der Punkt, wo sich dann schon die Frage stellte, warum tut die EZB, was sie eben tatsächlich tut? Und warum kommt es hier zu einer offensichtlichen Umverteilung aus dem privaten Sektor, also ganz besonders dem Bankensektor? Wir erinnern uns daran, besonders die Deutsche Bank hatte ja, ein hohes Interesse daran, dass es nicht zu einem Zahlungsausfall damals von Griechenland kommt. Das kann man eben zur entsprechenden Umverteilung aus dem privaten Bereich eben auf die Schultern der Steuerzahler zu einer Umverteilung. Und das ist sicherlich auch eine Entwicklung gewesen, die so ein bisschen die Frage aufgeworfen hat, ist die Zentralbank, ist die EZB jetzt an dieser Stelle als Beispiel, ist die wirklich autonom? Gut, damit wollen wir uns aber jetzt nicht näher auseinandersetzen mit dieser Frage. Ja, das ist auf jeden Fall ein interessantes Diskussionsthema, das steht völlig außer Frage, sondern wir wollen Folgendes machen. Wir wollen uns die Taylor-Regel anschauen. Leitzins ist ja eine coole Sache, ne? Und nichtsdestotrotz stellt sich jeder mit Sicherheit sofort die Frage, naja, wofür ist der, also wie berechnet sich der denn? Also wie kommt denn ein Land oder eine Zentralbank an dieser Stelle, wie kommt die denn überhaupt zu ihrem Leitzins? Und es gibt dort einen Ökonomen namens Taylor. Ich habe den Link auch dazu in dem Teachable-Kurs eingestellt. Den werden wir uns gleich mal anschauen bei Wikipedia. Ich finde diesen unglaublich tiefgehend und ich empfehle auch, sich den Link, nicht nur den Inhalt jetzt in dem Teachable-Kurs durchzulesen, sondern auch diesen Link zur Taylor-Regel eben mal anzuschauen. Es ist eben im Großen und Ganzen so, dass die Taylor-Regel die grundlegenden Richtlinien für die Bestimmung des Zinssatzes eben liefert. Anhand bestimmter oder anhand von, ausgehend von diversen wichtigen Aspekten. Ich mache jetzt mal kurz hier den Kurs auf. So, das ist der Teachable-Kurs und da findet man hier unten eben entsprechend dort die Taylor-Regel. Also das heißt, alles, was ich jetzt hier gerade präsentiert habe zum Leitzins, ist kurz und knackig gehalten, findet man eben auch hier und dann eben entsprechend die Taylor-Regel. Und jetzt ist es eben dann so, wenn man das ein bisschen ausweiten will, aber wie gesagt, wir wollen, und das habe ich auch hier geschrieben, nicht zu akademisch werden, aber dennoch etwas zum Nachdenken mal geben, in was für einer unfassbar prekären Situation sich aktuell nicht nur die Fed, sondern auch die EZB befindet. Wir wollen nicht zu akademisch werden, aber dennoch mal ganz kurz das anreißen, was diese Taylor-Regel liefert. Also nach der Taylor-Regel wird der Leitzins nicht ganz klassisch aufgrund des Geldmengenwachstums und der Inflation, sondern eben auch durch Richtgrößen wie Arbeitslosenquote und Abweichung vom natürlichen Wirtschaftswachstum seitens der Notenbank bestimmt. Wir erinnern uns dran, ich hatte gestern gesagt, welche grundlegenden Aufgaben eine Notenbank erfüllt. Ich muss jetzt mal ganz kurz hier schauen, ob das in dem Bereich war. Ja, aber ja, hier ist es. Das ist in dem Modul volkswirtschaftliche Hintergründe.
Das hatten wir gestern thematisiert. Die vier waren Preisstabilität, also eine stabile Inflation, geringe Arbeitslosenquote und ein solides wirtschaftliches Wachstum. Und wenn man jetzt auf die Sektion für den Leitzins geht, dann findet man diese drei Aspekte, die wir gestern abgedeckt haben, offensichtlich hier in der Taylor-Regel wieder. Nämlich also Inflation, ja, eben auch die Arbeitslosenquote und dann eben auch die Abweichung vom natürlichen Wirtschaftswachstum. So, diese drei Punkte finden sich eben wieder. Das heißt, eine Notenbank arbeitet hier sollte, so müssen wir es formulieren, eigentlich anhand der Taylor-Regel arbeiten. Ich habe die jetzt schon mal hier geöffnet. Wie gesagt, den Link findet ihr in dem Teachable-Kurs, dann im Bereich Leitzinsen. Habe das hier schon mal geöffnet. Das ist der Herr, John B. Taylor heißt der gute Mann. Und hier sieht man, was ich meine mit, wir wollen nicht zu akademisch werden. Jetzt haben wir eben entsprechend Komponenten der Taylor-Formel und dann die erwartete Inflationsrate zum Beispiel mit Pi mal E. Das ist wahrscheinlich die Eulersche Zahl, multipliziert mit R mal Omega, wobei natürlich immer zu definieren ist, was das eben dann entsprechend ist und so weiter. Das soll aber nicht der Sinn und Zweck hier dieser, dennoch Vorlesung eben sein, sondern wir wollen uns das anhand eines praktischen Beispiels anschauen und wie gesagt, das Dilemma der aktuellen Notenbankpolitik der Fed und der EZB mehr vor Augen führen. Hier sieht man auch, das ist für den einen oder anderen, der vielleicht dann in der Uni Volkswirtschaftslehre als Nebenfach vielleicht hatte, vielleicht als Hauptfach, eben auch sehen, Taylor-Regel, das ist eine Weiterentwicklung des ISLM-Modells eben tatsächlich. Ja. Auf jeden Fall, hier findet man, wie gesagt, diesen Artikel, wer sich da mit der Theorie auseinandersetzen will, Stärken, Schwächen und so weiter, der ist herzlich eingeladen, sich diesen Artikel zu Gemüte zu führen und einfach mal so ein bisschen Ökonomie eben tatsächlich dann auch näher zu durchdringen. Wir wollen uns etwas anschauen. Wir wollen eigentlich mal Folgendes machen. Wir wollen den von Taylor nach diesem Modell vorgeschlagenen Zins uns anschauen und den in Relation setzen, zum Beispiel zu dem aktuellen Zinsniveau der EZB, beziehungsweise wir wollen das gleiche auch machen mit dem Zins, der von Taylor vorgeschlagen wird oder nach der Taylor-Formel berechnet, sich für die Fed und das aktuelle Wirtschaftswachstum dort eben ergibt und dem aktuellen Zinsniveau der Fed. So, ich habe das für die EZB hier in der PowerPoint-Slide vorbereitet. Ja. Die Grafiken würde ich euch empfehlen, ich habe sie hingeschrieben zum Nachdenken, screenshottet die einfach mal, damit ihr das einfach mal so auch seht, wie das dann tatsächlich ausschaut. Und wie gesagt, dann etwas zum Nachdenken eben habt, vielleicht anhand der Grafik, die jetzt präsentierten Gedanken nochmal in der Nachbetrachtung etwas besser nachvollziehen könnt. Wir sehen offensichtlich also in gelb, orange den EZB-Leitzins und wir sehen den sogenannten Taylor-Zins in schwarz. Wir sehen auch, dass beide sich verhältnismäßig stark eben aneinander orientiert haben, zumindest so ab dem Jahr 2009. Man muss schon sagen, Taylor selbst hat wahrscheinlich ein bisschen auch Schwierigkeiten gehabt durch die damalige Einführung des Euros 1998. Da ging das ja los. Da wurde der Euro ja Buchgeld wurde der eingeführt. 2002 konnte man sich dann mit diesen kleinen Paketen so einen ersten Eindruck davon vermitteln. Also da gab es dann das offizielles Währungsmittel. Da konnte man damit dann auch entsprechend bezahlen. Und wir haben gesehen, auch bis zur Finanzkrise gab es eine sehr stark positive Korrelation. Also wie gesagt, diese Divergenz, ich muss sagen, die würde ich jetzt mal darauf zurückschließen, dass Taylor vielleicht auch ein bisschen Schwierigkeiten damals hatte, eben tatsächlich das wirkliche Wirtschaftswachstum abzulesen, aus den einzelnen dann zusammenzuführenden, zu einem Währungsraum zusammenzuführenden Volkswirtschaften und dergleichen. Wir sehen dann aber auf jeden Fall, es gab hier eine sehr stark positive Korrelation. Und Taylor selbst hat sogar noch kurz vor der Finanzkrise offensichtlich sogar ein höheres Zinsniveau für den Euroraum hier vorgeschlagen, als es die EZB selbst gefahren hat, die sich hier auf hohem Niveau stabilisierte, nochmal einen kleinen Peak sah. Und dann kam es eben zum Platzen der Immobilienblase, dem Ausbruch der Finanzkrise in den USA oder der globalen Finanzkrise, muss man einfach sagen. Und dann kam es auch entsprechend eben bei Taylor zu einem starken Einbruch. Und sehr interessanterweise war es dann so, dass man eigentlich über Taylor hat erkennen können, dass sich eigentlich auch seit 2010 hier diverse Male eigentlich ein steigender Zins abgezeichnet hat und mittlerweile es zu einer enormen Divergenz kommt. Wir haben also ein Leitzinsniveau hier von, beziehungsweise wir sind jetzt hier im negativen Bereich. Mittlerweile gab es ja, muss ich übrigens an der Stelle sagen, es ist ein bisschen verrutscht, ne? Ist nicht ganz richtig. Also wir sind bei 0%, nicht bei minus 0% oder minus 0,5%, sofern ich das weiß. Also zumindest mal war der Zins 0.
Letztes Mal am letzten Donnerstag. Also es scheint hier ein bisschen verrutscht zu sein. Aber auf jeden Fall, es ändert nichts an der Aussage der Grafik. Es ist so, dass, wie gesagt, diese Schere relativ weit auseinander geht. Also Taylor ist ausgehend von der Theorie, von der volkswirtschaftlichen und der Komponenten, die er berücksichtigt, bei einem wesentlich höheren Zinssatz für die Eurozone, als es aktuell der EZB-Leitzins eben zeigt. Ganz zu schweigen auch natürlich von der Tatsache, dass zeitgleich ja nicht nur der Leitzins hier auf diesem niedrigen Niveau bei 0% gehalten wird, sondern ergänzend dazu natürlich auch eine massive Ausdehnung der EZB-Bilanz vorgenommen wurde. Also das heißt, in großem Umfang eben Anleihen aufgekauft worden sind, die zu einer weiteren Manipulation, so nenne ich sie einfach mal, des Zinsniveaus haben beiführen sollen. Und zwar, dass man dann eben natürlich abhängig von der Laufzeit, aber dass man eben auch am längeren Ende der sogenannten Zinsstrukturkurve den Zins weiter drückt. Also wir wissen ja, das hatte ich gestern, glaube ich, kurz gezeigt, dass eben der Leitzins besonders Auswirkungen hat, oder ich hatte es erwähnt zumindest mal so, dass der Leitzins Auswirkungen hat auf den kurzfristigen Zins. Also wenn man sich zum Beispiel jetzt in den USA die Entwicklung zweijähriger US-Schuldtitel zum Beispiel anschaut, dann sieht man, dass die fast den gleichen Zins zahlen wie eben zehnjährige. Und dass diese Invertierung Tendenz dazu aufweist, dass da vielleicht es zu einem wirtschaftlichen Abschwung eben in den USA kommt. Und jetzt ist es eben dann nunmehr so, dass man hier in diesem Zusammenhang eben am längeren Ende, um auch dann langfristiges Wirtschaftswachstum zu initiieren, eben Anleihen gekauft hat, um auch diese Zinsen noch in den Bereich von 0% eben zu drücken. Das ist im Falle zum Beispiel von deutschen Bundesanleihen ja relativ gut geglückt. Wir wollen hier zum Thema Money was sagen, ja, also Geld, Central Bank Balance Sheet. Das ist wieder die Webseite übrigens tradingeconomics.com. Und dann klicken wir kurz drauf und dann zeige ich hier über die letzten. Ja, wir können es auch maximal machen, ehrlich gesagt. Zeige ich nochmal die Entwicklung der EZB-Bilanz. Ganz interessant, es gab hier zwischenzeitlich mal ein Aufblähen. Da wird sich der ein oder andere fragen, wo kam das hier her? Was war das? Das war damals das sogenannte LTRO-Programm. Da ging es um sogenannte Long-Term Refinancing Operations, so hat EZB das genannt. Da hat man Banken zweckgebundene Liquidität zur Verfügung gestellt, die dann eben nur für bestimmte Zwecke eben genutzt werden durfte, um sie eben zum Beispiel an den privaten Sektor die Liquidität dann weiterzugeben. Und das hat dazu geführt, dass eben die EZB-Bilanz kurzzeitig eben aufgebläht wurde, aber es gab eine ganz bestimmte Rückzahlungs Vereinbarung. Und infolgedessen wurden dann durch das kurzzeitige Aufblähen der EZB-Bilanz damals von 2 Billionen auf 3 Billionen, wurde das dann innerhalb hier bis zum Ende des Jahres 2015 eben wieder zurückgefahren. Und dann kam dieser sogenannte Ramp-up, so nenne ich ihn jetzt mal, wo die EZB dann anfing, Anleihen in großem Umfang eben zu kaufen, nicht zweckgebunden, sondern eben direkt am Markt zu intervenieren und dann eben entsprechend auch die langjährigen Zinsen entsprechend, ja, ich sag mal, unter Druck zu bringen. So kann man das vielleicht ganz gut bezeichnen. Hier sieht man übrigens auch die Interest Rate. Das ist der Leitzins, liegt bei 0, nicht bei minus 1 oder minus 0,5 oder wie auch immer. So, auf jeden Fall ist es eben entsprechend jetzt so, dass offensichtlich diese Taylor-Regel aufzeigt, okay, opa, na, oh, ich habe den, Verzeihung, ich habe es jetzt gerade zugemacht aus aktueller Folie nochmal, so, dass die Taylor-Regel zeigt, dass man eventuell seitens der EZB zu lange gewartet hat, den Leitzins anzuheben. Sprich, man hat sich hier in eine unfassbar schwierige Situation gebracht, denn man könnte jetzt im Falle einer erneuten Krise, Wirtschaftskrise, nur schwierig eben über den Leitzins hier am Markt intervenieren und dadurch eben das auf den Weg bringen, worauf es ja eigentlich ankommt, was wir gerade in der vorherigen hoppala, Folie gesehen haben, nämlich dass man im Falle einer fallenden Wirtschaft, die man plant anzukurbeln, eben über einen sinkenden Leitzins eine Ausweitung der umlaufenden Geldmenge auf den Weg bringt. Diese Option, die gibt es nicht. Interessanterweise ist es so, Mario Draghi hat sich erst gestern war es jetzt von dem EU-Parlament in Brüssel nochmal geäußert, diesbezüglich. Und ich habe diesen Artikel hier, hole ich ihn mal kurz rauf, auch mal reingeholt von Reuters. Nee, Verzeihung. Nee, Moment. Das war einer zu weit. Ein Augenblick. Ich glaube, ich habe ihn hier in dem Tab. Ja, da ist er. Das ist ein deutscher Artikel. Da hatte Mario Draghi er sagt, er erwartet zwar für 2019 keine Neuauflage der Anleiheaufkäufe, aber es ist eben auch so, dass er sagte, hier,
Natürlich, wenn die Dinge sehr schief gehen, können wir immer noch andere Instrumente aus unserem Werkzeugkasten wieder auflegen. Also das heißt, in Bezug auf eben die wirtschaftliche Entwicklung und auf Nachfrage der dort anwesenden Politiker eben in diesem Zusammenhang. Und aktuell sei es aber unwahrscheinlich, dass solche Umstände 2019 eintreten. Wie auch immer man das jetzt in diesem Zusammenhang eben interpretiert, auch in Bezug auf die Erwartungshaltung jetzt bezüglich der in Bezug auf die Maßnahmen, die eventuell im März dann verkündet werden können. Da gab es schon die ersten Notenbanken, sag ich schon, die ersten Banken, die in Aussicht gestellt haben, die Analysten dieser Häuser, die gesagt haben, so wie diese EZB sich hier angehört hat, und das ist übrigens das auch, was ich die ganze Zeit meinte, mit der sogenannten dovischen Interpretation, die dann auch etwas verzögert ja auftrat, als wir dann diese Rallye im DAX zum Beispiel letzte Woche in den Wochenschluss sahen. Ich glaube, dass das EZB initiiert war. Nur im ersten Moment konnte sich das nicht wirklich entfalten, weil nämlich zur gleichen Zeit, als Draghi sich hier vor die Presse stellte und das verkündete, zur gleichen Zeit stand eben dort ein Wilbur Ross. Das ist der was ist das, Wirtschaftssekretär oder irgendwie sowas, aus den USA, der sagte, dass die USA eben mit China kilometerweit von einer Lösung im Handelskonflikt eben entfernt seien. Und das hat zunächst einmal größeren Auswirkungen auf den Markt kurzfristig gehabt, als dann eben hier die EZB, die sich dann aber in Folgestunden trotzdem so entfalten können. Das ist so mit der Grund zum Beispiel, warum ich in Long-Position mit dem Euro gerade Schwierigkeiten habe, denn in diesem Umfeld erwartest du eigentlich eine Abwertung der Währung. Aber noch einmal, das, was diese Grafik wunderbar illustriert ist, wo wir uns hier fundamental eben tatsächlich derzeit bewegen und auch, was man dann, jetzt kommt natürlich die Frage, was kann ich denn mit den Euro daraus machen? Also längerfristig natürlich. Wir reden jetzt nicht von Intraday-Engagements, so wie wir jetzt im Euro-Yen zum Beispiel gerade die Position halten, sondern wir reden natürlich von längerfristigen Engagements. Wie kann ich denn daraus eine Information ziehen? Nun, wir sehen an dieser Grafik, und sollte sich die wirtschaftliche Entwicklung besonders in Deutschland beginnen einzutrüben, das ist übrigens auch mit einer der Gründe, weswegen ich im Zusammenhang mit dem Brexit davon ausgehe, dass man sich schon irgendwie einigen wird. Es wird eine Konzession seitens der EU geben müssen, weil Fakt ist nämlich auch, dass solche Nichtzugeständnisse seitens der EU dann negativ auf die deutsche Wirtschaft durchschlagen, auf den Export. Deutschland ist der viertgrößte Exporthandelspartner. Entschuldigung, nicht der viertgrößte, andersrum. Großbritannien ist der viertgrößte Handelspartner im Zusammenhang mit Exporten. So, und das im Hinterkopf impliziert, dass eben ein harter Brexit unglaublich negative Effekte auf die deutsche Wirtschaft hätte, die zwangsläufig, weil Deutschland die größte Volkswirtschaft der Eurozone ist, zwangsläufig auf die Gesamtwirtschaft der Eurozone durchschlägt. Und Fakt ist eben auch, dass dann wiederum natürlich auch das Vertrauen in die Währung hier eine Rolle spielt. Ich habe, glaube ich, gestern gesehen, wenn ich es richtig mitbekommen habe, ich habe es aber nur peripher gesehen, ich habe den Artikel nicht angeklickt. Ich glaube, Mario Draghi hat gestern irgendeinen Orden dafür verliehen bekommen, dass er den Euro gerettet hat. Ist auch ein sehr interessantes Statement eben, wenn man sich überlegt, wie wurde der Euro denn gerettet? Eigentlich hat man den Euro, naja, in der Form so, wie er auf den Weg gebracht worden ist, als Gemeinschaftswährung eines sehr inhomogenen Wirtschaftsraumes. Also die deutsche Wirtschaft ist einfach mal wesentlich leistungsstärker, jetzt mal ganz plump gesprochen, als zum Beispiel die griechische. Ja, haben beide dieselbe Währung, dass dann auf Gedeih und Verderb eben der Euro gerettet wurde. Aber ich glaube, der Euro hat in seinem Konstrukt, so wie er vorherrscht, wie er uns begleitet, hat sehr Schlagseite erlitten. Und das bedeutet etwas anders formuliert, dass die Maßnahmen, die ergriffen werden können, um einen möglichen wirtschaftlichen Abschwung, der früher oder später auch sowieso kommen wird, also selbst wenn man sich auf einen Soft Brexit übrigens einigt, dass das eben nur durch eine massive Abwertung des Euros auf den Weg gebracht werden kann, nicht über die Senkung des Leitzinses, sondern durch andere geldpolitische Mittel, die dann auch wieder eventuell zu einer noch stärkeren Ausdehnung der EZB-Bilanz führen und unterm Strich eben dann auch zeigen, was hier verpasst wurde. Taylor hat im Grunde genommen ab 2015 einen anziehenden Leitzins hier gesehen. In der Theorie natürlich, aber nichtsdestotrotz, wenn man dieser Taylor-Regel gefolgt wäre und diesen Zinsanhebungszyklus nicht verschlafen hätte, dann hätte man jetzt wesentlich mehr Spielraum, um eben dann in einer sich abzeichnenden, jetzt muss natürlich vorausgesetzt, dass dann mittlerweile nicht bereits eine Rezession losgebrochen wäre, aber dann hätte man wesentlich mehr Spielraum, eben jetzt in einer solchen zu agieren. Auch das hätte negative Effekte, zunächst einmal ausgehend von den gestern erworbenen Kenntnissen auf die betroffene Währung, also der Euro wäre dann in diesem Zusammenhang bärisch zu werten. Aber auf der Kehrseite würde dennoch das Vertrauen auch in die Funktionsfähigkeit
Fähigkeit der Zentralbank erhalten bleiben, somit das Vertrauen in die Währung und nach einer kurzen Durststrecke und dann bei einem wieder anziehenden Wirtschaftswachstum wären eben auch Kapitalflüsse dann sehr wahrscheinlich zu vernehmen, die eben dazu führen, dass die betroffene Währung, in dem Fall der Euro, eben aufwerten würde. So, das ist also das Bild, so wie es sich für die Eurozone hier darstellt, für den EZB-Leitzins in Relation zu dem Taylor-Zins. Unterm Strich bleibt als Information, die Taylor-Regel bestimmt im erweiterten Sinne, wie die Notenbank den Zins festlegen sollte, ausgehend von einem eben entsprechend theoretischen Konstrukt. So, jetzt haben wir die EZB. Jetzt gucken wir doch mal, was hat denn die FED gemacht? Und ich kann Folgendes sagen, die ist nicht wesentlich besser gewesen, ehrlich gesagt. Die hat sich sogar lange Zeit hier mit ihrem Zins bei Null oberhalb des von Taylors vorgeschlagenen Niveaus bewegt. Also das sind Grafiken übrigens, die habe ich über Google erfahren. Also ich habe jetzt in dem Zusammenhang, hier sieht man, einfach gegoogelt Taylor-Regel FED und habe dann beim Betrachten der jeweiligen Grafiken eben genau diese dann gefunden. Es gibt auch noch welche, die ein bisschen kürzer laufen. Das ist jetzt hier die am weitesten gehende. Wir sehen auch mittlerweile Januar 2017, der Zins ist ja noch mittlerweile weiter gestiegen und wir sind bei über 2% mittlerweile. Das heißt also, eventuell befinden wir uns hier mittlerweile auf einem ähnlichen Niveau. Fakt ist aber halt eben auch, dass eben, und das ist genau der Punkt, auch hier eigentlich zu spät der Zinsanhebungszyklus auf den Weg gebracht worden ist. Eventuell ist die Situation nicht ganz so dramatisch in den USA. Sie ist aber dennoch markant. Wir haben jetzt zwar in den USA die Möglichkeit, den Zins zu senken. Ob das allerdings in der Lage ist, ganz besonders vor dem Hintergrund der Politik, die dort die Trump-Administration hinsichtlich des Handelskrieges und dergleichen auf den Weg bringt, ob das in der Lage ist, dann diesen wirtschaftlichen Abschwung zu kompensieren oder ob ich auch hier noch geldpolitische Stimuli dann in Form eines QE4-Programms beispielsweise nötig sind, das ist dann so ein wenig tatsächlich ja, die Frage. Und ich finde auch diese Grafik, ehrlich gesprochen, unglaublich, unglaublich interessant. Ja, also ich finde auch die Korrelation bis ins Jahr 1990 zurückgehend eben sehr, sehr interessant, wenn man sich vor Augen führt, dass das eben tatsächlich hier, das ist eine sehr stark positive Korrelation, also sprich die Taylor-Regel tatsächlich eine Idee davor gibt, auch vielleicht manchmal ein bisschen vorlaufend agiert. Ja, manchmal, man sieht es auch hier zum Beispiel im Zeitfenster. Das war so die Clinton-Area. Da war verhältnismäßig eigentlich ein relativ hohes Zinsniveau gegeben. Und man hat dann eben hier durch Alan Greenspan und damals die sehr, sehr aggressive, das war übrigens alles Alan Greenspan in dem Bereich, diese sehr, sehr, sehr aggressive Senkung des Leitzins damals und diese Geldpolitik, die Politik des billigen Geldes vielleicht dann auch das befeuert, was dann hier in der Folge passiert ist in den USA, im Immobilienmarkt zum Beispiel. Dieser Exzess an Liquidität, die da zur Verfügung gestellt wurde und die dann eben entsprechend in einem, ja, ich sag jetzt mal, unsauberen Maße genutzt wurde, ja, und die sicherlich da dann auch mit zu eben Verbriefung von Produkten geführt hat und zur Kreditvergabe an Menschen, die hätten jetzt nicht unbedingt mit Krediten ausgestattet werden sollen, was dann zu der Folge geführt hat, in der wir uns heute wiederfinden. Fakt ist aber auf jeden Fall, wir konzentrieren uns auf die Gegenwart oder das, was wir seit Nummer 2012 hier sehen. Die Frage, die sich eben stellt, ist, hat die Fed eventuell auch verpasst, den Zins frühzeitig anzuheben? Hat sich zu lange hier zurückgelehnt? Wir wissen, Ende 2014, richtig? Moment, ich muss kurz überlegen. Aber ich glaube ja, ab 2014 hat, glaube ich, die FED angefangen, den Zins anzuheben. Ich schaue jetzt mal ganz kurz. Ich werfe das immer durcheinander. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum. Ich wüsste das gerne, warum ich immer mit 2014 und 2015 durcheinander komme. Aber ich glaube, 2015, ab Ende 2015 begann der Zinsanhebungszyklus, ab Dezember, wenn ich mich rechtlich entsinne. Und dann ab 2016 ist nämlich doch Janet Yellen? Nee. Nee. Ben Bernanke hat sich verabschiedet mit dem Ende des Anleiheaufkaufprogramms QE. Und die erste Zinsanhebung kam dann ein Jahr später. Und Yellen wurde 2015 im Januar eingesetzt. Korrekt. Genau, das kommt hin. 4 Jahre. Wir schauen jetzt einfach hier. So, Interest Rate. Also, ja, 2015, stimmt, genau.
Also so kommt es hin. Und dann wurde da eben entsprechend die Zinsanhebung auf den Weg gebracht. Auch der Leitzins hier bei 0,5% dann wurde lange Zeit angehoben oder lange Zeit auf dem gleichen Niveau gehalten. Also im Dezember gab es eine Zinsanhebung, dann gab es wieder ein Jahr später im Dezember eine Zinsanhebung und dann stückweise eben diesen Zinsanhebungszyklus im letzten Jahr eben mit 4 Zinsschritten folgend. Aber der alles in allem im Vergleich natürlich zur EZB super restriktiv anmutet. Aber wenn wir die Taylor-Regel eben in Betracht ziehen, immer noch verhältnismäßig konservativ ist. Und das ist eben genau das Problem, vor dem sich auch jetzt die Fed wiederfindet, wo eventuell dann nicht genügend Spielraum ist, um einem eventuellen wirtschaftlichen Abschwung nur aus leitzinstechnischer Sicht entgegenzuwirken. Jetzt wird der ein oder andere vielleicht fragen, auch wenn man sich so ein bisschen daran gewöhnt hat, naja, und wo ist denn das Problem? Dann fahren wir eben noch ein QE-Programm. Das Problem an QE-Programmen ist, dass es einfach eine Manipulation des Gesamtmarktumfeldes ist und des Zinses und es zu unfassbar ungesunden Konstellationen kommt, Unternehmen oder auch Länder dann in dem Fall zum Beispiel Geld zur Verfügung gestellt bekommen, die eigentlich niemals ausgehend von ihrem Geschäftsmodell entsprechend dieses Geld bekommen würden. Also wir können das ja mal im Zusammenhang mit einigen Volkswirtschaften, wie zum Beispiel, na, ich bin ja ein Experte, so kurz noch, wir können das im Zusammenhang zum Beispiel ja mit Italien uns anschauen. So, hier ist wieder die Webseite Trading Economics. Und dann gehen wir auf die Indikatoren, Indicators und hier Countries. Und dann können wir uns zum Beispiel auch in Italien den Zins für 10-jährige italienische Schuldtitel eben zum Beispiel betrachten. Finden wir auch unter dem Tab Money, also Geld. Und dann hier das Interest Rate. So. Und oh, jetzt muss ich übrigens mal. Ach ja. Na, großartig. Ja, das ist natürlich die EZB-Zinsrate. Natürlich, Europäische Zentralbank. Nee, Moment, wir wollen uns was anderes anschauen. Moment, Moment. Markets. Markets müssen wir uns in dem Zusammenhang anschauen. Government Bond, also das ist die italienische Staatsanleihe für 10 Jahre, die wir uns hier anschauen, die sich natürlich anders darstellt. Durch das QE-Programm ist aber zu einer entsprechend starken Abwärtstendenz gekommen ist. Also wir können uns das hier auf Tagesbasis anschauen. Wir können uns das aber eben dann zurückgehend hier offensichtlich bis in Oktober. Wir können uns das aber auch mal anschauen über, schau mal hier, einen längeren Zeitraum. Ich habe zwischenzeitlich mal, das kann man hier sehen, einen Zins. Das war in 2000 und in 2017, beziehungsweise auch hier schon in 2015, infolge des QE-Programms, nachdem die EZB das dann aufgelegt hat, die Inaussichtstellung von eben Liquidität für diese Länder, die eigentlich über kein Geschäftsmodell verfügen. Und das erkennst du besonders eben an Wirtschaftswachstum, was du ja dann in Relation zum Beispiel zu den Schuldenniveaus eben stellen kannst. Also das heißt, wir sehen hier zum Beispiel noch in 2011, sehen wir Zinsniveaus, damals, also Ende des Jahres, im Bereich um 7%, die dann infolge dieser QE-Programme und dieses Liquiditätsexzesses seitens der Notenbank und dieser Ausdehnung der EZB-Bilanz eben auf Niveaus um die 1% gefallen sind. Nun, die Frage, die sich allerdings logischerweise stellt, ohne sie jetzt vollends zu beantworten, weil dafür reicht weder die Zeit hier noch eben ist es möglich, dass das ohne tiefergehende Betrachtung auch eins einer anderer Komponenten zu berücksichtigen. Aber wenn ich mir hier zum Beispiel die jährliche Wachstumsrate zum Beispiel von Italien anschaue, obwohl eigentlich ist die nicht optimal. GDP Growth Rate. Nee, gefällt mir ehrlich nicht. Wir machen Government. Government Debt, das passt vielleicht besser. Government Debt to GDP. Das ist die Staatsverschuldung in Relation zum italienischen Bruttoinlandsprodukt. Wenn wir uns das jetzt mal auf die letzten 10 Jahre hier betrachten, und übrigens da seht ihr ja, wie phänomenal diese Statistiken sind, die hier von Trading Economics zur Verfügung gestellt werden. Also das ist ein Fundus für fundamental orientierte Trader. Das ist ein
für jedes Land stehen unendlich viele Informationen zur Verfügung, die einfach mal sehr, sehr interessante, sicherlich dann für Investoren primär ausgelegte Rückschlüsse aber zulassen. Was man eben sehen kann, ist, dass nach Ausbruch der Schuldenkrise die Niveaus hier durch dann auch dieses billige Geld, die Schuldenniveaus, die damals verhältnismäßig solide noch ausschauen. Also wir sehen, wenn wir uns mal hier angucken, damals bei Übergang des Euros, es hat im Zeitfenster zwischen 1998 und 2008 bis Ausbruch der Finanzkrise, hat es eigentlich zu einer Schuldenreduktion geführt, was wir in Italien zu sehen bekommen haben. Also das heißt, wir haben ein wirklich solides Wirtschaftswachstum gehabt, was eben auch in der Lage war, Schuldenstände in Relation zum Bruttoinlandsprodukt zu reduzieren. Ja, wir sind immer noch bei 100%. Okay. Und wenn wir uns Deutschland anschauen, in Relation hierzu, in Ordnung, dann werden wir auch feststellen, dass eben tatsächlich auch hier sicherlich das jetzt nicht alles Gold ist, was glänzt, aber nichtsdestotrotz wurden die Schuldenstände damals reduziert. Und was wir jetzt zu sehen bekommen haben, ist eben, dass ein Land, dessen Wirtschaftswachstum eher rückläufig ist und sich nicht besonders stark erholt hat nach Ausbruch der Finanzkrise, durch dieses billige Notenbankgeld und durchs Manipulieren des Zinses auf Niveaus, wo du normalerweise einem Land mit dieser Wirtschaftsleistung, wie Italien sie hat, der jeweiligen Arbeitslosenzahlen zum Beispiel, besonders der Jugendarbeitslosigkeit und dergleichen, dass du solchen Ländern eigentlich nicht zu 1% Geld leihen wirst. Und das hat dazu geführt, dass es hier zu einem regelrechten Exzess kam und zu einer Schuldenexplosion. Und das sieht man nicht nur in Italien, das sieht man auch in Ländern wie Griechenland, das sieht man in Ländern wie Spanien, in Portugal. Und nun ist es halt in diesem Zusammenhang dann nötig zu erwähnen, dass genau das, diese Schuldenexplosion hier ein Resultat eben dieser QE-Programme ist, dass dort Liquidität an Unternehmen, auch an Länder, Volkswirtschaften zur Verfügung gestellt wird, die eigentlich unter normalen Marktbedingungen zu den Konditionen keine Liquidität bekommen. Und diese ungesunde Entwicklung wird früher oder später zu einer sogenannten, man nennt das dann Mean Reversion führen. Das heißt, früher oder später wird es zu einem Rückpendeln in Richtung des, nennen wir es mal, volkswirtschaftlichen Normals kommen. Und das bedeutet etwas anders formuliert, mit ansteigenden Zinsen zum Beispiel, das ist auch mit der Grund, weswegen die Zinsen weiter auf diesen niedrigen Niveaus gehalten werden. Also nicht, dass die Herrschaften, Volkswirte nicht in der Lage wären, dieses Taylor-Modell vernünftig anzuwenden oder zu verstehen. Nein, sie müssen tatsächlich den Zins künstlich niedrig halten, um nämlich zum Beispiel dann einen Kollaps einer Volkswirtschaft, zum Beispiel dann in dem Fall der drittgrößten der Eurozone, nämlich Italien, zu vermeiden, damit die sich diese Schuldenstände überhaupt noch leisten können. Und genau das ist eben das Problem von QE-Programmen und das zeigt sich ja auch, oder das hat sich ja auch schon gezeigt, und wird aber in der Form kaum miteinander Verbindung gebracht. Das Aufheben der 1,20er Marke im Euro-Schweizer Franken, das war damals eine Reaktion der Schweizer Notenbank auf diesen in Aussichtstellung seitens der EZB ihres QE-Programms. Das QE-Programm der EZB wurde damals am, ich glaube, 23.01. verkündet. Nee, Moment, 22.01. Ja, muss ein 22. gewesen sein. Also ich weiß nämlich ganz genau, dass es ein Donnerstag war, als die im SNB damals die 1,20er-Marke aufgehoben hat. Und das war der 15.01. Das war eine Woche vorher. In Antizipation dieses QE-Programms seitens der EZB hat die SNB damals eben, weil sie damit rechnen musste, dass es eben zu starken Kapitalzuflüssen in die Schweizer Währung kommen würde, musste sie eben, um hier dann diesem Kapitalzufluss, den sie hätte kaum absorbieren können, ausgehend von ihrer Größe, musste sie eben den Schleusen aufmachen und musste nach unten diese Grenze öffnen, also die 1,20er Marke. Und die Turbulenzen, die sind einigen noch sehr, sehr gut bekannt. Es gab einige Broker, die massiv in Schieflage geraten sind infolgedessen, weil sie eben auch im gehebelten Bereich Möglichkeiten zur Spekulation im Euro-Schweizer Franken angeboten haben, etc. Und genau diese ich nenne sie mal Distortions, also diese Verwerfungen im Markt, sind eine natürliche Konsequenz der Manipulation, die ein QE-Programm einfach darstellt. Eine außergewöhnliche geldpolitische Maßnahme, die es auf jeden Fall zu vermeiden gilt. Und deswegen ist diese Divergenz zwischen eben dem Taylor-Zins dann im Falle jetzt der EZB oder der Eurozone und eben dem aktuellen EZB-Leitzins solch ein großes Problem. Ja. Ja, so, das also im Zusammenhang mit QE, das im Zusammenhang mit auch der EZB-Bilanz. Ich will mal kurz zunächst die Fragen durchgehen und dann schauen wir mal, ob wir nochmal einen kurzen Gedanken zurückbringen können auf die aktuelle Entwicklung rund um die FED. Die wollen wir nämlich nicht unterschlagen, die müssen wir tatsächlich so ein bisschen detaillierter betrachten, weil wir am Freitag das Live-Trading-Event der Non-Farm Payrolls haben. Aber bevor wir darauf eingehen, zunächst einmal die Fragen.
Okay. Genau, also wir könnten das jetzt beliebig ausändern, auch QE. Also der Andreas schreibt gerade, Leitzinspolitik, PBOC, das ist die People's Bank of China, die hatten wir gestern kurz eingeführt, macht ja auch Geldpolitik mit dem Mindestreservesatz zum Beispiel, der dort einen nennenswerten Satz hat. Die Mindestreservesatz, das ist das sogenannte, na, dieses RRR, was wir auch mal thematisiert hatten, glaube ich, in einem Morning Meeting. Oder beziehungsweise am 4.1., was dann auch diese Rallye im DAX vielleicht initiiert hat. Und zwar ist das das Geld, was Banken in China vorhalten müssen, um eben ja, bestimmte Geschäfte am Markt zu tätigen. So formuliere ich es jetzt mal ganz grob. Und die PBOC ist dafür bekannt, diesen Mindestreservesatz sehr, sehr häufig zu senken und damit im Grunde genommen Banken dort mehr Spielraum zu geben, um sich eben dann, oder ja, Banken mehr Spielraum zu geben, um sich Geld zu leihen, beziehungsweise mehr Geld eben am Markt zu nutzen, zum Beispiel Investment zu tätigen oder als Kredite zu vergeben und dergleichen. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht jetzt von jeder Notenbank von höchster Stelle, weil dann sind wir morgen früh noch nicht fertig. Und diese einzelnen Notenbankkonstellationen, EZB, FED, was wir auch jetzt hier haben, gerade mal grob überleuchtet, dann könnten wir auch noch die, wie gesagt, PBOC ins Feld führen. Wir könnten uns die Bank of Japan angucken, die Bank of England könnten wir uns anschauen, etc. Und ich glaube, das schießt so ein bisschen über das eigentliche Ziel hinaus. Aber es sind auf jeden Fall, und da merkt man es auch schon, es sind unglaublich faszinierende Themen, mit denen man sich meiner Meinung nach auf jeden Fall auseinandersetzen sollte. Also einfach auch deswegen, nicht nur aus trading-technischer Sicht, weil es einen Mehrwert liefert, meiner Meinung nach, sondern weil es eben auch hier dann in zum Beispiel gesellschaftspolitischen Debatten einfach mal einen extremen Vorteil bedeutet, wenn man über dieses Wissen eben tatsächlich verfügt. Genau, das ist ja auch ein Einwand. Werner schreibt es, so kann man es auch ganz, ganz gut zusammenfassen, meiner Meinung nach. Werner schreibt, damit wird deutlich, welche Probleme die europäische Gemeinschaftswährung mit sich bringt. In Deutschland müssten die Zinsen längst schon wieder steigen, während gerade, also schon lange übrigens, also nicht erst seit gestern oder letztem Jahr, sondern eigentlich schon lange wieder das Wirtschaftswachstum, das hat sich ja im Mittelstand an diversen Ecken, hat sich das ja auch bemerkbar gemacht. Wir hätten nicht solche absurden auch Immobilienpreisentwicklungen zum Beispiel, wenn tatsächlich es hier zu einer in Anführungsstrichen normalen Geldpolitik kommen würde. Das wäre also nur unter wirklich seltsamsten Umständen wäre das wirklich realistisch, dass es zu solchen Assetpreisblasen im Immobilienbereich kommt. Wie gesagt, der Wirtschaft, der Mittelstand, ein guter Freund von mir zum Beispiel, ist im Handwerk tätig. Wie gesagt, auch die Auftragslage, sagt er, ist absurd gut. Du kannst auch Preisaufschläge, kannst du nehmen, wird alles bezahlt. Die Nachfrage ist riesig, auch nach besonders qualitativ hochwertiger Arbeit. Aber nichtsdestotrotz sagt er eben auch, das wird nicht lange mehr gut gehen. Wir befinden uns ja in einem Zyklus, also spätestens als Selbstständiger bist du dir dessen bewusst, dass einfach mal die Wirtschaft in Zyklen funktioniert. Sagt er, und ich bin lange genug dabei, seit über 20 Jahren selbstständig, dass ich weiß, früher oder später wird es mal einen Abschwung geben, eben tatsächlich. Und genau das, dieser, ich nenne es schon fast Boom, der so ein bisschen stattgefunden hat, da zeichnet sich jetzt auch so ein bisschen ein eher dunkler Horizont eben tatsächlich ab. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, die Möglichkeit eben bei einem anziehenden Leitzins bestünde eben durch eine Senkung des Leitzinses einer solchen Entwicklung, auch wenn sie sich nicht aufhalten ließ, aber zumindest mal effektiv entgegenzuwirken. Das ist in der derzeitigen Konstellation kaum tatsächlich möglich. So, aber ich schweife es ein bisschen ab. Ich wollte Werner zu Ende lesen. Also, in Deutschland müssten die Zinsen längst schon wieder steigen, während gerade die südeuropäischen Länder weiterhin in ein eher niedriges Zinsniveau brauchen, um nicht wieder gleich in eine Finanz- und Wirtschaftskrise zu stürzen. Fazit, die deutschen Sparer werden schleichend enteignet, um dies zu finanzieren. Und genau da sind wir dann im gesellschaftspolitischen Bereich. Das ist nämlich genau der Punkt. Diese Finanzierung, diese Staatsfinanzierung, die da stattfindet, die findet auf Kosten eben des deutschen Sparers statt. Und das Interessante ist, dass diejenigen, welchen, das ist zumindest meine persönliche Erfahrung, die sich immer wieder für Hilfspakete aussprechen und dergleichen, diese Hilfspakete, das Geld fällt ja nicht vom Himmel, sondern das muss ja irgendwer bezahlen. Und es ist im Grunde genommen dann der deutsche Sparer, der es bezahlt, der hoffentlich in irgendeiner Form vielleicht dann auch parallel noch eine Immobilie jetzt vor 20 Jahren erworben hat und dann eben auf immensen Buchgewinnen sitzt. Es gibt aber eben auch ganz einfache Sparer, die nicht diese Möglichkeit besitzen, ja, und die nicht Aktienpakete erworben haben, die infolge dieser Blasenentwicklung, die auch am Aktienmarkt sich widerspiegelt und dergleichen, diesen Assetpreisblasen, dann eben jetzt in der
sehr günstigen, vorteilhaften Situationen sind, eben über enorme Buchgewinne zu verfügen. Und das wird immer so gerne so ein bisschen hinten runterfallen lassen. Und das ist auch etwas, da kann man dann, wie gesagt, in solchen gesellschaftspolitischen Debatten extrem gut punkten. Weil dann an diesen Fakten lässt sich sehr, sehr schwer rütteln. Und man merkt dann auch, dass man in der Lage ist, dort relativ zügig dann auch zu sehen, das ist eben nicht so leicht, wie viele das gerne hätten, sondern es muss in irgendeiner Form das Geld, was für diese Finanzierung nötig ist, auch irgendwo herkommen. Und das ist dann meistens eben das Geld, was von zum Beispiel dem deutschen Sparer kommt. Also, wie gesagt, QE-Programme, glaube ich, ist ein so ein Werkzeugprogramm, was ich will, oder ein Tool, ein Werkzeug, welches die EZB dort in Betracht zieht. Also erneute Aufkäufe von Staatsanleihen. Das einzige Problem ist, dass man den Markt mehr oder minder schon fast leergesogen hat. Dann landen wir relativ zügig bei einem Phänomen, das ist auch eine Thematik oder Begrifflichkeit, die im Zusammenhang mit Ben Bernanke damals noch, dem Vorgänger von Janet Yellen, die ja wiederum jetzt die Vorgängerin von Jay Powell ist. Also das heißt, Ben Bernanke, der Notenbanker zu Zeiten der Finanzkrise, nachdem Alan Greenspan abgetreten war, 2006 war das, war dann Bernanke von 2006 bis 2014 Notenbankchef, Präsident. Und Bernanke hatte den Beinamen Helikopter Ben. Wir wollen auch darüber jetzt vielleicht nicht zu sehr da nicht zu sehr in die Tiefe gehen, aber es ist eine im Endeffekt direkte Staatsfinanzierung, die da stattfindet. Das ist nämlich dann, dass hier fiskalpolitische Stimuli in Verbindung mit geldpolitischen Stimuli sich verbinden. Das hat zum Beispiel auch mit dazu beigetragen, dass der Dow Jones sich ja so ja, parabolisch fast nach der Wahl Donald Trumps aufwärts bewegt hat, weil Donald Trump genau das in Aussicht gestellt hat. Also wenn wir jetzt hier Helikopter Ben, auch wenn das ein bisschen polemisch klingt, aber wenn wir das googeln, dann werden wir in diesem Zusammenhang sofort hier Ben Bernanke da oben eben finden. Und wir finden hier eben auch Helikoptergeld, diese Formulierung dafür. Helikoptergeld betrifft einen besonderen Fall der Ausweitung der Geldmenge durch Geldschöpfung. Dabei wird das neu geschaffene Zentralbankgeld direkt an den Staat oder den Bürger ausgezahlt. Und Ziel dieser extremen Form dieser expansiven Geldpolitik ist es, durch vermehrte Konsumausgaben die Realwirtschaft anzukurbeln, angestrebtes Inflationsziel zu erreichen bzw. Deflation zu vermeiden oder zu vermindern. Das bildhaft gezeichnete fiskalpolitische Konzept des Helikoptergeldes hat historische Vorläufer, die teilweise auch praktisch umgesetzt wurden. Das Problem bei solch einer direkten Staatsfinanzierung ist natürlich, dass es das gesamte geldpolitische System und auch die Währung, die dem zugrunde liegt, massiv unterminiert, weil eben offensichtlich es sich nicht um ein realwirtschaftlich oder zum Beispiel durch wirklich Konsum induziertes, durch mehr Leistung oder unternehmerisches Wachstum initiiertes Wirtschaftswachstum handelt, sondern es handelt sich eben um ein künstliches Wirtschaftswachstum. Und das ist ja, das ist ein Problem, denn wie gesagt, das geht massiv auf die Glaubwürdigkeit der jeweiligen Währung, die ja die Aktie des Unternehmens darstellt. Und im Grunde genommen, ja, wenn man so will, könnte man das als Insolvenzverschleppung dann schon fast bezeichnen. Also wir springen jetzt unglaublich, ja, wir haben nicht wirklich die Zeit, das alles abzudecken, aber man kann sehen, man kommt wirklich, wenn man sich mit der Materie ein bisschen tiefer auseinandersetzt, kann man sehr interessante Gedankenexperimente auch formulieren, die jetzt zwangsläufig nicht auf die Trading-Welt sich anwenden lassen. Aber sobald sich so etwas abzeichnet, wäre ich zum Beispiel in Euro massiv short, was wiederum ja auch dann Nachfrage nach sicheren Häfen, zum Beispiel im Schweizer Franken, nach sich zieht, der jetzt auch nicht mehr unbedingt so als sicherer Hafen gesehen werden kann, wenn man sich dort das massive aufgeblähte SNB-Bilanz, die Notenbankbilanz der Schweizer Notenbank anschaut. Was wiederum unterm Strich dazu führt, dass man relativ zügig dann bei realen Werten ankommt. Stichwort Gold. Das ist ein klassischer sogenannter Inflationshedge, denn das, was hier beschrieben wurde, jetzt im Zusammenhang mit Helikoptergeld, ich glaube jetzt nicht, dass Draghi wirklich darauf abzielte, aber es ist in meinen Augen zumindest ein realistisches Werkzeug, was als fast schon Ultima Ratio dienen, herhalten könnte. Dann ist es auf jeden Fall mal so, dass man mit Gold hier einen sehr, sehr guten Inflationshedge hat. Denn ja, ist Inflation definiert? Na, durch eine massive Preissteigerung, also durch eine Preissteigerung. Und bei einer Hyperinflation kommt es zu einer massiven Preissteigerung innerhalb kürzester Zeit, weil einfach das Vertrauen in die zugrunde liegende Währung massiv
reduziert wird. Und dann sind reale Werte wie zum Beispiel eben Gold in diesem Zusammenhang definitiv zu fragen. Auch mit einer der Gründe, warum man eventuell nicht schlecht daran tut, sein gesamtes Vermögen einfach mal hochzurechnen, in Anführungsstrichen, und dann einen Teil, sagen wir mal 10% vielleicht, in realen Werten wie zum Beispiel Gold unterbringt. Ich glaube, das ist ein ernstzunehmender Gedanke, der übrigens nicht von mir stammt, sondern der von einem gewissen James Rickards stammt oder auch von James Rickards stammt. Da könnte ich mal im Anschluss an das Webinar noch ein paar Gedanken zu zusammentragen und ein paar Links zu Büchern stellen. Das sind sehr, sehr gut. Das ist eine Serie und es macht auch sehr viel Spaß, die zu lesen, weil der Typ eben nicht nur ein reiner Theoretiker ist, sondern James Rickards ist unter anderem bekannt geworden als einer der Berater und auch Anwälte von damals Long-Term Capital Management. Das war einer der ersten Hedgefonds, die dann 1998 im Zusammenhang mit der Russlandkrise untergegangen sind. Und Rickards war da direkt an der Front. Und auch bei den damaligen Gesprächen, die stattgefunden haben zwischen Greenspan, der Fed und auch so weiter, dann Long-Term Capital, wer dort eben im Grunde genommen Rettungen auf den Weg bringen könnte und dergleichen. Und ja. Also auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Literatur zu dem Thema. Und würde ich auch nochmal zwei, drei Links tatsächlich dann in dieses Dokument stellen, was ich dann im Teachable-Kurs auf jeden Fall hochladen würde. Und ja, okay. Dann würden wir jetzt nochmal kurz, einen Augenblick, dann würden wir jetzt hier nochmal ganz kurz auf die Fed zu sprechen kommen. Und in Zusammenhang hier mit der Fed etwas Kurzes thematisieren. Wir werden es ganz grob nur machen, aber nichtsdestotrotz der Vollständigkeit halber mit Ausblick auf die Non-Farm Payrolls am Freitag auf jeden Fall hier kurz zum Thema machen. Wir haben uns jetzt die EZB-Bilanz angeschaut und wir wollen das gleiche jetzt tun im Zusammenhang hier Money mit dem Central Bank Balance Sheet der Fed. Und wir klicken dort jetzt mal kurz drauf und wir gucken uns auch hier das Maximum an und auch da sehen wir ein Ramp-up, was stattgefunden hat zu Zeiten der Finanzkrise. Ja, wir hatten damals unter einer Billion die Zentralbankbilanz und ja, sind dann eben ziemlich dramatisch angestiegen. Massive Liquidität, die zur Verfügung gestellt wurde, mit dem Ziel, Kreditengpässe eben ja, wegzuliquidieren. Und es hat dann im Zusammenhang hier mit den QE-Programmen, QE1, QE2, Operation Twist, QE3 und dergleichen, hat es eben entsprechend zu einer massiven Ausdehnung auch hier der Fed-Bilanz geführt. Aber da gibt es jetzt eine ganz interessante Entwicklung, nämlich jene Entwicklung, die dann dazu führte, dass wir eine Stabilisierung zwar sahen, dann es gab kein QE mehr, das wurde ab 2014 beendet. Ende 2014, dort wurde die letzte Anleihe gekauft, ja, und dann gab es eben diese Periode, in der ganz lange Zeit gar nichts passierte, und dann wurde etwas seitens der Fed verkündet, was man als sogenanntes Quantitative Tightening bezeichnet. Quantitative Tightening bedeutet, dass du jetzt anfängst, diese aufgeblähte EZB-Bilanz auch mit Ziel dann den Wirtschaftskreislauf wieder zu normalisieren, so nenne ich es jetzt mal, beziehungsweise auch um die Glaubwürdigkeit in deine Währung wiederherzustellen und dergleichen. Ist zwar kein Helikoptergeld, aber das sind Vorstufen dazu, indem man nämlich eben tatsächlich hier den Zins am Anleihemarkt beginnt zum Beispiel zu manipulieren. Auch wenn man nicht direkt am Primärmarkt interveniert, das habe ich gestern schon gesagt, da gab es dann ja einige Rechtsverdreher, die sich hingestellt haben im Zusammenhang mit der EZB und dann einfach gesagt haben, naja, Moment mal, die kaufen ja gar nicht direkt am Markt, sondern die kaufen ja am Sekundärmarkt. Also Graukreditmarkt könnte man den so nennen. Was aber natürlich zwangsläufig Auswirkungen auf den Zins am Primärmarkt hat, weil ich weiß, dass egal was ich hier jetzt am Primärmarkt kaufe, dass ich auf jeden Fall einen Abnehmer finde am Sekundärmarkt in Form der EZB. Und das hat natürlich dann auch entsprechende Auswirkungen auf den Zins, der dadurch am Primärmarkt sinkt. Also Fakt ist aber auf jeden Fall, dass eben jetzt die Fed begonnen hat, hier diese Bilanz zu reduzieren. Sie hat in der Spitze, bei 4,47 Billionen US-Dollar gelegen und liegt aktuell bei 4,1. Das heißt also etwas anders formuliert, man hat sie schon bereits um 40 Milliarden begonnen zu reduzieren, diese Bilanz hier. Und die Turbulenzen, die infolgedessen stattgefunden haben, sind ja offensichtlich an den Finanzmärkten auch auszumachen. Man kann das jetzt hier leider nicht so ganz gut sehen, aber wenn wir jetzt mal auf das letzte Jahr zurückgehen, dann kann man erkennen, dass wir im Grunde genommen ab in den letzten 5 Jahre, dass wir eigentlich,
im Großen und Ganzen begonnen haben, ab Januar hier diese Bilanz zu reduzieren. Und zu was hat das geführt? Es hat dazu geführt, dass der US-Dollar zum Beispiel entsprechend stark aufgewertet ist. Und dann eben zum Beispiel auch der Goldpreis unter Druck geraten ist, zeitgleich die Zinsen angezogen sind. Das ist zwar etwas zeitlich verzögert gewesen, aber zwischenzeitlich hat der Zins 10-jährige US-Schuldtitel zum Beispiel die höchsten Stände seit 2011 erreicht. Und das eben durch die Tatsache, dass dort, wenn man jetzt hier mal hinschaut, ja, dass dann eben ab hier ungefähr sich abzeichnete, dass diese Bilanz auch weiter reduziert wird. Also der Markt, der nimmt vorweg, was in Zukunft gespielt wird oder was hier in Zukunft stattfindet und in Aussicht gestellt wurde, dass das eben so eine Art Autopilotprogramm ist seitens der Fed, dass eben diese Bilanz kontinuierlich immer weiter reduziert wird. Problematisch wurde es jetzt allerdings, und dann gehen wir mal kurz auf den Markt, problematisch wurde es jetzt allerdings im Zusammenhang hier mit der erhöhten Volatilität, die sich. Interessant. So, ich finde hier immer wieder offensichtlich so Charts, die ich gebaut habe. Ich glaube, das hatten wir mal im Zusammenhang mit einem Live-Trading gemacht. Kann das sein? Also wir brauchen das natürlich jetzt hier aktuell nicht. Also Fakt ist aber auf jeden Fall, das hat sich über das gesamte letzte Jahr ja gezeigt. Na? Indikatorenliste, so, Average to Range, Main Chart, nee, verdammt, jetzt wollte ich eigentlich hier, ich habe nämlich immer so eine Eigenart, dass ich habe immer so eine Eigenart, dass ich das dann hier weiß mache, damit es da nicht zu Verzerrungen kommt. Wir lassen das einfach mal stehen. Also das ist hier Fibonacci Retracement, ja, und da kommt es dann eben entsprechend zu dem. So, da kommt es dann eben dazu, dass wenn da jetzt keine Linie angezeigt ist, dass ich dann eben jetzt hier, den ich gerade finde, den Auflagepunkt, sodass ich das löschen kann. Aber das spielt keine so große Rolle. Worum es mir eigentlich geht, ist, Reduktion hat stattgefunden, beginnend ab Januar 2018. Der Flash Crash im Februar 2018 und auch diese enorme Volatilität, mit der wir uns anschließend konfrontiert sahen, ist eine ganz natürliche Reaktion aus der Tatsache, dass eben die Fed anfängt, hier die Geldpolitik wieder zu normalisieren. Auch das ist etwas, was gegen eine zu aggressive Durchführung eines QE-Programms spricht. Denn es führt dazu, dass es eben ganz natürlich zu Verwerfungen in den Finanzmärkten kommt. Und worauf ich jetzt hinaus will, ist eben Folgendes. Und zwar, es spielt sich jetzt gerade der Gedanke wieder, dass infolge dieser starken Schwankungen die Fed am Überlegen ist, ob man nicht eventuell hier weniger stark oder dann vielleicht auch mal aussetzt mit der weiteren Reduktion der Bilanz. Was wir natürlich sehen in dem Zusammenhang ist, und jetzt kommen wir zu dem Gedanken ganz kurz nochmal, welche Auswirkungen das dann eben entsprechend auf das Vertrauen der Marktteilnehmer hat. Also wir fassen jetzt mal kurz die Fakten zusammen. Also wir sehen eine Notenbank, die Fed, die hergeht und sagt, wir haben erstmal ein massives QE-Programm auf den Weg gebracht, wir haben die Notenbankbilanz ausgedehnt und ja, jetzt haben wir eben Wirtschaftswachstum auf den Weg gebracht, in gewisser Form. Man muss immer so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, wo werden die Jobs geschaffen, zum Beispiel im Arbeitsbereich und dergleichen. Aber gut, wir haben also Wirtschaftswachstum auf den Weg gebracht, grob gesprochen. Und jetzt fangen wir an, unsere Geldpolitik wieder zu normalisieren. Und wir reduzieren die Anleihen, die wir gekauft haben, also den Bestand der Anleihen, die wir in unserer Bilanz eben tatsächlich haben. So, das ist das, was wir hier in dieser Grafik eben sehen. Oh, Verzeihung. In dieser Grafik sehen. So, jetzt kommt es zu eben diesen Turbulenzen im Markt und dann kommt plötzlich das Gerücht auf, also es ist noch nicht offiziell verkündet, es war nur ein Gerücht. Seitens des Wall Street Journals kam plötzlich die Diskussion auf, dass hinter verschlossener Tür wohl darüber debattiert wird, ob nicht eventuell eine solche weitere Reduktion, die auf Autopilot läuft, verzögert werden sollte. Das, was hier passiert, ist ja erstmal eine Reduktion der Bilanz, die Vertrauen weckt. Denn offensichtlich will man die Geldpolitik wieder normalisieren. Und es weckt Vertrauen in die eigene Währung. Das heißt, die Nachfrage nach zum Beispiel Edelmetallen wie Gold als klassischer Inflationshedge sinkt ja. So in dem Moment, als am Freitag diese Message über den Ticker lief, dass es dort dieses Gerücht, diese Spekulation gibt, passierte in Gold das, was ich gerade beschrieb, was man erwarten sollte, wenn das Vertrauen in eine Währung sinkt. Hier kurz nochmal, das ist das technische Pattern gewesen. Auch hier die Bollinger Bänder. Aber uns geht es um die Kerze, die da am Freitag entstanden ist. Diese Kerze und auch die Folge jetzt hier, die Aufschläge in Gold, sind die logische Konsequenz
aus einem erneut erwachsenden Misstrauen in den US-Dollar. Eine ganz klare Message, die da gesendet wird und diesen perfekten Zusammenhang halt widerspiegelt. Heißt, sobald solche Maßnahmen und auch solche Ultima Ratio, so nenne ich sie jetzt mal, wie Helikoptergeld, überhaupt nur gedacht wird, hast du eigentlich kaum eine andere Wahl, als wirklich physisches Gold zu haben. Wir reden wirklich von physischem Gold. Wir reden jetzt nicht von Papiergold, ja, was ich mir in irgendeiner Form, in Form eines Zertifikats auf meinen Rechner lege oder auch sowas wie Bitcoins oder so. Ich bin dann relativ, ich finde das Konzept phänomenal. Ist nicht Teil des Themas Fundamentalanalyse und dergleichen und Blockchain Technology wird jetzt auch nicht Teil dieses Bootcamps sein, aber es ist nicht so, dass ich diesem vertrauen kann, weil ich es nicht anfassen kann. Es ist auf einem Computer und wenn ich keinen Strom, kein Internet, kein gar nichts habe, habe ich keinen Zugang zu den Bitcoins. Das ist bei Gold anders. Ich habe da Barren oder auch kleine Goldplättchen oder wie auch immer, kann ich anfassen, kann mir in den Keller legen und ich bin derjenige welche, der da wirklich etwas in den Händen hält. Und das ist die logische Konsequenz, was eben im Falle einer solchen, einen solchen Verlorengehens des Vertrauens in die Währung eben passiert. Und wo wir dann unterm Strich auch wieder kurz vielleicht zu dieser Grafik nochmal zurückkommen, wo sich eben jetzt auch mehr und mehr die Frage stellt, was passierte denn, wenn es jetzt zu einem Abrutschen in eine Rezession kommt, wenn man, nachdem man verpasst hat, den Leitzins vielleicht auf ein höheres Niveau anzuheben? Und dann in diesem Zusammenhang eben tatsächlich begonnen hat, sich weit weg von dem theoretisch, wenn auch, aber nichtsdestotrotz an immer noch realen Marktbedingungen orientierenden Tellerzins eben dann davon abzukoppeln. So, ja, ich hoffe, meine Begeisterung für diese Thematik ist jetzt ein bisschen deutlicher geworden im Laufe der letzten Stunde. Wir haben auch heute wieder ein bisschen überzogen, das ist aber überhaupt gar kein Problem. Und ja, ich würde jetzt einfach dann das Webinar zum Ende kommen lassen. Die Aufzeichnung, wie gesagt, findet man, wie auch die letzten Male schon bereits, immer im Teachable-Kurs, dann natürlich zum Thema Leitzinsen. Wir können auch dann in diesem Zusammenhang die Inflationsrate vielleicht dann in dem Zusammenhang schon mal mit einbeziehen und auch das da zum Thema machen. Morgen wird das Thema sein: Privateinkommen, private Konsumneigung, Handelsbilanz und auch Factory Orders. Da werden wir uns mal eher an den an den Slides dann orientieren. Wahrscheinlich, also wahrscheinlich wird es wieder nichts werden, sondern ich werde auch auf reale Beispiele eingehen, was natürlich auch Sinn und Zweck des Bootcamps ist. Wir machen morgen mit diesem Thema halt dann dahingehend weiter, weil am Donnerstag das Ziel ist, mit der Arbeitslosenquote, auch den durchschnittlichen Stundenlöhnen zu arbeiten. Natürlich dann mit Ausblick auf die Non-Farm Payrolls am Freitag. Wir werden dann dort in diesem Zusammenhang Szenarien erstellen. Wir wollen das anhand der bis jetzt gegebenen Inhalte, bezogen eben ganz besonders eben auch auf die Fed-Politik, dieses Quantitative Tightening und dergleichen, wollen wir das erarbeiten und dann ausgehend davon eben, was theoretisch zu erwarten wäre, auf eben eine ja, auf einen Arbeitsmarktdatensatz, Non-Farm Payrolls in die eine oder andere Richtung, besser oder schlechter als erwartet, eben entsprechend. So, das ist also die erstmal weitere Agenda. Freitag dann das Live-Trading der Non-Farm Payrolls, dann bereits um 14 Uhr. Morgen um 18 Uhr hören wir uns auf jeden Fall erstmal wieder. Dann, wie gesagt, Thema Privateinkommen, private Konsumneigung, Handelsbilanz ein wenig und Factory Orders, Handelsbilanz. Auch da können wir uns wahrscheinlich der politischen Entwicklung gerade in den USA nicht wirklich entziehen. Eine Handelsbilanz ist natürlich direkt verwoben mit den aktuellen Diskussionen rund um den Handelskonflikt, besonders zwischen den USA und China. So, die Ausdehnung der Handelsbilanz oder negative der Handelsbilanzdefizit der USA, was eben zum Handelsbilanzüberschuss dann exportorientierter Länder wie nicht nur China, auch Deutschland oder auch Japan eben tatsächlich steht. Also da hätten wir tatsächlich schon mal einen praktischen Bezug und ja, sofern erstmal meinerseits. Also ich wünsche euch einen schönen Abend, erholt euch gut und wie gesagt, für Fragen jederzeit gerne an mich oder auch an Elena diese rausschicken und Happy Trading. Passt auf die Stops auf, haltet uns ein bisschen die Daumen, schauen wir mal, was hier noch bei rauskommt aus dem Euro-Yen. Der pendelt so um dasselbe Niveau seit im Grunde genommen einer Stunde wie auch schon zuvor. Da ist nicht wirklich viel passiert. Gucken, vielleicht kommt da heute noch was. Eben im Hinblick auf den Brexit. Das Ergebnis dort ist wohl zu erwarten. In roundabout 45 Minuten sind es dann. Also um 20 Uhr unserer Zeit, 19 Uhr Londoner Zeit sollen da erste ja, Hochrechnungen oder Entscheidungen eben kommuniziert werden. So, das war's. Also, schönen Abend wünsche ich euch. Wir hören uns morgen wieder, 18 Uhr. Ich freue mich drauf. Bis dahin, habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann und tschüss.